Du hast mich schon wieder gesehen, du Arsch. Warum kriege ich denn schon wieder Schaden? Alter! Hallöchen, meine kleinen Wörchen, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und ihr seht schon im Hintergrund, der Dorfbewohner, also der Zombie-Dorfbewohner, hat sich zurückverwandelt in einen Dorfbewohner. Und der geht mich schon mächtig auf den Sack. Aber das Gute ist, also er hat wirklich einen Vorteil. Wenn ich hier lang laufe, lasse ich ja mal die Türen offen. Und der macht es immer wieder zu. So habe ich zumindest einen Vorteil aus dem Typen geschlagen. Und ja, das mit dem Lichtsensor auf dem Dach, ich kannte das nur aus der 1.6 oder 1.7 Version also Lichtsensor hier mit dem Redstone. Das kannte ich nur aus der 1.7 Version. Ich habe jetzt nicht getestet, also ich habe vorher nicht getestet, dass man dann auch da draufklicken kann. Wusste ich nicht mehr. Sorry. Trotzdem, einige Leute, die mich als Idiot beschimpft haben, habe ich trotzdem geblockt. Weil ich muss ich mir nicht immer bieten lassen. So. Nicht alle. Nur ein paar. Weil es ging mir irgendwann auf den Sack. Gut. Mach ich das Ding mal so da vorne ran. Ich muss mal ganz kurz glotzen. So. Was hatte ich eigentlich vor? Was? Warum baut sich die Sichtweise nicht auf? Achso. Wir sind in der Version 0.13.0 Alpha Build 2. Die ist vorhin gerade rausgekommen. Also für euch gestern. Die ist gerade rausgekommen. Unten in der Videobeschreibung steht drin, was sich geändert hat. Nämlich eigentlich fast nichts. Es sind bloß einige kleine Fehler behoben worden. Es waren nicht die Fehler, die ich angeschrieben habe, aber es wurden Fehler behoben. Und ich denke mal, Alter, das gibt mir die Mucke hier auf den Sack. Warte mal, warte. Komm runter! Warte, das ist mir hier zu... Ach komm, das geht. Das lassen wir mal laufen. Ja, paar kleine Änderungen halt drin. Aber es tut sich was. Also jetzt schon nach dem zweiten Tag, glaube ich, hier gleich die Änderung drin. Das ist schon mal... Ich sag's mal, es ist lobenswert. Es geht schnell voran. Und denke mal, bis die richtige 013 rauskommt, da wird's nicht mehr allzu lange dauern. Und hier wollte ich eigentlich auch noch eine Beleuchtung reinklatschen. Werde mir... aber was anderes einfallen lassen müssen, weil da oben drüber kann ich das mit der Beleuchtung nicht so gut machen. Deshalb mache ich da mal was ganz anderes draus. Wir machen hier, zumindest, Mensch, hier mache ich mal, lass mir was anderes einfallen. Das muss ich hier auch noch abändern. Ich weiß, sieht immer ein bisschen doof aus, weil ich habe einfach hier Fackeln oben reingeklatscht, weil ich habe ja die anderen den Glowstone komplett rausgeholt. Da dank dem Update ja endlich mal hier Dings gemacht werden kann, also dass ich hier mit ein paar Schalter so arbeiten kann. Ist ja ganz geil eigentlich, ne? Also ich freue mich immer noch tierisch. Knopf wollte ich nicht machen. Ich brauche Stein. Stone. Ich nehme einen ganzen 64er mit, oder? Ja, komm. So, ich will immer noch keinen Knopf machen. Habe ich noch irgendwo Holz? Tu mir noch mal ein Steck Holz raus. Kann man aber mal brauchen. Und ja, ich habe eure Fotos bei Twitter habe ich gesehen, zwecks Beleuchtung unten an den Schienen. Sah ganz gut aus, habt ihr mich auf eine gute Rail gebracht. Also für eine gute Schiene. Ich weiß, das war ein scheiß Wortwitz. So, ich wollte aber erstmal, ah, das war ja unten, Mensch. Ich wollte eigentlich hier die Einzelbeleuchtung nochmal reinmachen. Was läuft das mal so? Da kann man hier so anschalten. Ist nur eine vorübergehende Lösung, bis ich mir was anderes einfallen lassen habe. Na? Na? Ah. Ja, der Typ hier. Einige haben schon geschrieben, ja, der kann doch aus dem Haus flüchten. Ich war ja vorher gar nicht blöde. Ich habe mir nämlich solche Türen hier reingemacht, hier die Eisentüren. Da läuft er einfach die ganze Zeit nur gegen, weil er zu blöd ist, den Knopf zu drücken. So kann er mir jedenfalls nicht flüchten gehen. So, nochmal. Achso, ich sollte ja mal eine Rundtour durchs Haus machen. Haben jetzt auch einige geschrieben. So, jetzt habt ihr eigentlich alles gesehen. Mehr ist da nicht. Da ist bloß noch hinten der Keller. Oder hier das Klo. Und meine Bude, wo sich die Dinger immer wieder hochklappen. Und meine Geheimtruhe da hinten. Wo die gar nicht so geheim ist, obwohl man sie gleich sehen kann, wenn man reinkommt.
Und ja, aus dem Raum. Hier wollte ich eigentlich auch noch Verzauberungen, haben wir aber oben schon hingemacht, also kann ich den Schnodder ja eigentlich getrost wegruppen. Was ich letzte Folge vergessen habe, man kann jetzt hier, wie heißen die, die Netherportale so groß machen, wie ihr Bock habt. Das heißt, man kann riesengroße Netherportale machen. Das wollte ich eigentlich auch mal tun. Das wäre mal die Idee. Das ist so ein riesengroßes Netherportal, da können wir nämlich, wie wir schon auf dem LPT-Server haben, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, werde ich euch aber noch zeigen, eine EP-Farm bauen, wo wir dann ganz viele Tore so groß wie möglich nebeneinander stellen und da fallen die Pikmin nochmal rein, dann gibt es EP. Ja. Finde ich ganz cool. Hatte ich auf dem PC damals schon gemacht und werde ich, denke ich mal, hier auch machen. Können wir nämlich ganz viel Erfahrungspunkte machen oder ganz, ganz viel zaubern. Ganz viel. Und ich wollte erstmal das wegpacken. Essen habe ich noch ein bisschen was bei. Ich nehme noch einfach Fleisch mit und die Kartoffelchen. Und ich weiß, ihr werdet jetzt richtig schön kotzen, aber ich gehe buddeln. Wenn ich meine Axt repariert habe, meine Spitzhacke. Ich weiß, jetzt renne ich schon wieder rein. Denkt, hey, der Typ, der ist doch sowas von offen. Der rennt hier hin und her. Der weiß schon gar nicht mehr selber, was er tut. Ja. Einfach nur ja. Ihr habt recht. So, wo ist denn jetzt das andere Ding hin? Ich habe die irgendwo reingeflaggt, aber weiß nicht mal wo. Das ist meine natürliche Verpeiltheit. Ich weiß, das Wort gibt's nicht, aber... Scheiße, wo ist das blöde Mistding? Ich hab's irgendwo gehabt. Komm, scheiß drauf, wir werden nachher noch mehr Diamanten finden. Nimm mal 3 Stück mit und reparier das Ding mal. In unserem geheimen Raum. Und ich, ja, ich werde später noch mit richtig viel Resto noch arbeiten. Aber ich warte auf ein bestimmtes Update. Ich brauche nämlich... Gut, die Pisten werden höchstwahrscheinlich erst in der 014 kommen. Aber der Verstärker hoffentlich schon früher. Kann ich da noch einen rausnehmen? Warte mal. Probieren wir mal 2. Nee. Mache ich eine komplett neue Axt, also Spitzhacke, mache ich eine komplett neue und die werden wir dann verzaubern, wenn ich dann wieder irgendwann genug Erfahrungspunkte habe. Ich packe den Mist jetzt mal hier rein. Wenn ich irgendwann wieder genug Erfahrungspunkte habe, dann machen wir das. Ich weiß, ich müsste oben noch weiterbauen, aber mir gehen langsam die Ressourcen wieder alle. Das, was ihr alles gesehen habt, ist nicht gerade viel. Dann kommt später noch ein Kistenlager, in dem ich alles sortieren werde. Also das mache ich dann aber wirklich offscreen, weil das wäre echt eine Scheißfolge, sage ich jetzt schon. Wie gesagt, dann werde ich alles mal komplett sortieren. Und wenn irgendwann der Trichter rauskommt, hoffe ich mal in der 014, dann mache ich eine automatische Sortiermaschine. Ich weiß nämlich, wie man die baut. Die habe ich nämlich auf der PS4 damals schon gebaut. Und werde mir da richtig schön einen abfeiern mit. Sag ich jetzt mal so. Ich brauche eine neue Höhle. Die anderen sind kacke. Die kenne ich alle schon. Die sind alle doof. Ist auch doof. Blick. Hasse dich. Hasse die Spinne. So, gucken wir einfach mal. Die Sichtweite, die ist schon wieder... Die stellt sich bei mir automatisch manchmal runter. Gott weiß warum. Der Gott, das Minecraft ist, weiß warum. Ich nicht. So, schade, dass wir noch keine Mods haben. Ich hoffe mal, dass jetzt die Tage sich irgendwas ändern wird. Auch gebratenes Fleisch! Genau. Ja, jetzt wäre irgendwie so eine kleine Gruft hier oder Höhle wäre was Feines. Da hinten, also irgendwo in der Nähe war auch ein Sumpf, habe ich in den Kommentaren gelesen. Ich kann ja mal gucken gehen. Brauchen sowieso noch Kohle, weil wir... Ich habe als eine Fackel mitgenommen. Ach, Leute. Oh, es wird nicht besser mit mir. Wir werden eines Tages... Lauf bloß weiter da hinten. Oder können wir den von hier aus ärgern? Ah, da kommt ja noch einer. Du hast mich schon wieder gesehen, du Arsch. Warum kriege ich denn schon wieder Schaden? Alter! Stand hinter mir. Hä? Warte, ich schlaf kurz, dann hole ich mir das Zeug wieder. Mann!
Ich war jetzt aber glücklich, dass ich nicht so viele Erfahrungspunkte habe. Ey, das ist ja schon wieder Kacke. Das fängt ja schon wieder richtig gut an hier. Mann! Dass die da auch immer überall rumwuseln müssen. Ich war noch nie so oft gestorben wie in den letzten zwei Folgen. Gut, in den letzten, also in der letzten Folge war ich ja oft genug an einem Mal gestorben, also in einem, an einer Stelle tausendmal gestorben. Und jetzt sterbe ich dauernd. Ich müsste, glaube ich, doch bald den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Denn seit der 013, was einige irgendwie nicht kapiert haben, machen die Mobs mehr Schaden. Hat wohl keiner den Chatlog gelesen. Hat aber irgendwie auch keiner verstanden. Ja, die hauen jetzt ordentlich durch. Gerade, ich glaube, 2 bis 3 Herzen Abzug pro Schlag auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist schon ordentlich. Ist Spidey. Mit Glück habe ich mir die hässliche Fackel noch gesetzt. Da liegt mein ganzes Lumpe. Ja, du lebst ja auch noch, du Henner. Die haben ja extra alle auf mich gewartet. Weg. Geh weg. Ach, jetzt kloppen die auch noch so wirklich viel Schaden raus. Ich überlege, den Schwierigkeitsgrad um... Nein, du hast mich nicht gesehen. Um 1 runterzustellen oder so. Zumindest ein kleines bisschen. Nicht. Aua. Ha, jetzt brenne ich auch noch. Ein bisschen rennen, da geht's. Also ich bekomme jetzt zwar hier immer Epic Loot, aber das bringt mir auch irgendwie gar nichts. Ich bin schon wieder total overstuffed. Ja komm, wir machen das mal. Weil die Herzen regenerieren sich ja auch nicht wirklich. Machen es mal so. Bitte, dann heile ich mich zumindest nicht wie vorher, dass ich hier die ganze Zeit nur auf die Fresse kriege. Gut, jetzt haben wir jetzt zumindest Tag. Da können wir jeweils was sehen. Und ich suche mir sowieso noch irgendwo eine Stelle, wo später die Gleise hingehen sollen, dass ich mir vielleicht irgendwo, irgendwann noch eine gute Stelle aussuchen kann, wo ich dann noch was bauen kann. Bye. Ich bin gerade total erschrocken. So. Das ist der geheime Hebel. Der öffnet dann später die Wand. Jetzt, hey, was für eine Wand? Das weiß ich auch noch nicht. Das ist so geheim, das weiß ich selber nicht. Wo geht's denn hin heute? Da ist ein Hütchen. Ah, dann mache ich heute Essensbeschaffung. Ist hier noch ein Loch im Boden? Nö. Ne, scharf. Ich will dich jetzt nicht grillen. Und ja, es wurde auch in die Kommentare geschrieben, ja, Hasen sind nur in den Waldregionen. Ne, ne, Hasen spawnen bei mir noch gar nicht. Bis es bei mir. Da ist ein Schweinhütten. Die spawnen bei mir nur mit dem Ei. War nämlich schon, hab mich schon überall umgeguckt. Hier, da ist ein Tothose. Ente. Endegelände. Hallo. Da. Nicht erforschte Grenzen. Wir werden alles erforschen. Müsste mal hier ein bisschen sortieren. Warte. Wir machen mal. Warum ist denn? Da. Und jetzt kommen die Fackeln dahin. Ja, ich muss mich hier immer manchmal ein bisschen vorbereiten, wenn ich jetzt wüsste, wo diese hässlichen Ver... Fackeln. Fackeln. Ich habe die, glaube ich, runtergeschmissen, oder? Wo ich sie hergestellt habe. Komm. Ich habe doch eben Fackeln gemacht. Bin ich bescheuert? Ich sehe die schon wieder nicht. Oder habe ich Redstone-Fackeln gemacht? Glaube ich blind. Oder das Menü ist wieder davor. Warte mal. Ach, da unten. Mensch. Ich bin manchmal echt voll der Maulwurf.
Hallo? Ist da unten jemand? Ach, die Kohle. Ah, ich war jung und brauchte das Geld. Die Kohle. Ich müsste mir irgendwie noch Höhlenmusik besorgen. Jetzt nicht hier Steinzeitmusik, also hier AC/DC. Aber zumindest mal Musik, die ich anmache, wenn ich in der Höhle gehe. Ah, da, hier ist ja schön. Oh. Mal wieder hoch. Da war dann noch ein anderer Eingang. Oder zwei. Oder drei. Ihr seid ja witzig. Ist hier sicherer? Mache mal ja gleich mehrere Fackeln, damit ich weiß, wo ich raus kann. Und Eisen gefunden. Und Schienen. Ach, na, wir sind heute wieder gut. Gleich ab in die nächste Mine. Und natürlich bin ich total schusssicher, Leder, Arschlecken. Haltbarkeit, Leder, Arschlecken. Dorn, Feuerschutz, Leder. Warte mal, ich könnte ja mal zur Sicherheit, mit ganz großer Sicherheit, vielleicht einfach mal meine Rüstung anlegen. Da mitnehmen. Hätte ich es nämlich wieder liegen lassen. Und dann heißt es, du bist voll der Depp, du hast es da liegen lassen. So, was haben wir denn hier drauf? Feuerschutz, Gold, leck mich. Feuerschutz. Ich weiß, ich werde irgendwie wieder in Lava reinfallen, wenn ich jetzt den Feuerschutz wegschmeiße. Aber dann ist das. Gleich wieder die Lava in der Nähe. So richtig penetrant. Ah! Jetzt baue ich erstmal da Lava hin, weil du das Zeug wegschmeißt. So, ich sollte ja von euch aus gesehen die Dinger mal nicht mit der Hacke abbauen, um ein bisschen zu sparen. Mache ich. Es hat da zwar auch jemand geschrieben, baue den Stein doch mit deiner Steinhacke ab. Ja, das hält aber nicht lange. Wollte ich immer so erwähnt haben. Ja, ich lese eure Kommentare. Ich kann bloß nicht auf alles antworten, weil es einfach zu viel ist. Da würde ich ja den ganzen Tag davor sitzen. Das piept alle 10 Minuten das Handy. Ich freue mich zwar über jedes Kommentar, aber ich kann halt nicht immer antworten, weil das nach einer Weile echt stressig wird. Gerade wenn Controller mit K geschrieben wird. Mit K. Ich antworte zwar noch, aber mit K. Und der nächste antwortet und schreibt es auch mit K. Dachte ich mir, hä? Was? Warum? Ah. Manchmal ist schon kurios. Ich finde euch ja witzig. Also manchmal, ich habe, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so gemeint ist, aber manchmal habe ich auch ein bisschen was zu lachen in den Kommentaren. Das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Also nicht böse verstehen. Aber manchmal, da ist es schon recht witzig. Da freue ich mich richtig auf die Kommentare. Alter, was ist denn hier los? Ich muss hier erstmal erforschen. So tief wie möglich runtergehen. Na, guck mal, Eisen. So. Nehmen wir mal einmal mit hier ein bisschen. Das Problem ist, ne? Guck gerade auf die Uhr. Ist schon gleich wieder Folgenpause und ich habe nichts gemacht. Na komm, jetzt habe ich ja eh nicht viel zu tun. Jetzt ruppe ich ja eh hier nur Schienen ab und gucke mich ein bisschen um. Da über mir ist auch Lava. Ich weiß, ich laufe hier schon wieder total im Zickzack und total planlos durcheinander. Aber das Schlimme ist, in meiner Map wird es auch keine Kisten unten geben. Normalerweise wurschtelt man ja auch hier runter, um Kisten zu finden und gucken, was da drin ist. Vielleicht ein paar Samen und so ein Schnodder. Hey, nein! Ich muss doch hier später wieder drüber. Ey! Was ist denn mit you? Nicht? Pfui! Aus! Ich will doch hier zurücklaufen. Mensch, 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 Mensch. Ach, komm! Ach, leck mich doch!
fackelt doch immer noch hier. So. Prazimeter rutscht weiter. Das wär's. Warte. Ich beleuchte mal die ganze Sache hier. Das müssen wir mal unter Inspektion nehmen. Das sieht gefährlich aus. Sieht richtig gefährlich aus hier. Oh! Sag ich ja. Gefährlich. Oh, Eisen. So. Freunde der Sonne. Freunde der Augenringe und der Nacht. Ich muss ein Folgenbäuschen machen. Mir volle Granate leid. Aber anders geht das nicht. Denn... Das dauert zu lange. Also das Hochladen dauert zu lange und da kommt die Folge nicht pünktlich. Und da ist ja jetzt schon wieder... Wie spät ist das jetzt? Leck mich doch! Komm runter hier! 1.31 Uhr ist, wird höchstwahrscheinlich die Folge 10 bis 15 Minuten später kommen. Na gut, ich mache hier mal ein kleines Folgenbäuschen. Nächste Folge, da suchen wir hier erstmal kräftig weiter. Also nächste Folge könnte ich schon darauf einstellen, dass ich einfach, dass ich buddeln werde. Also wer keinen Bock auf den Scheiß hat, der schaltet einfach nicht ein. Der muss auch mein dummes Gelaber nicht hören. Und übernächste Folge geht es dann halt wieder weiter oben. Ich hoffe es mal. Wenn ich hier lebend rauskomme, wenn ich hier unten sterbe, dann springe ich nackt gegen eine Wand. Ohne Facecam natürlich. Sonst, ich will euch das ein bisschen ersparen. Das Grauen müsst ihr nicht miterleben. Warte. Genau. Gut. Mein Folgenbäuschen, danke fürs Reingucken. Wir sehen uns gleich in den Kommentaren wieder. Und was ihr so schreibt, vielleicht mal über den Tag so ein bisschen philosophieren, ein bisschen Smalltalk führen. Nicht auf den Sack gehen mit, wie ist denn die IP vom Server? Das reicht mir schon. Gut, dann ciao, ihr Freunde. Peace. Bis nachher in den Kommentaren. Ciao, ihr.